Hallo und herzlich willkommen bei meinem Abo-Special. Ja, tatsächlich, ich habe mal wieder ein Abo-Special. Dieses Mal geht es um die 25er-Marke. Hier steht zwar 27, aber das liegt daran, dass Molke Erzeugnis seinen Kanal gelöscht hat und sich als Gecko wieder angemeldet hat und dass Victorius der Dritte, dass das mein zweiter Account ist, da hat jemand Scheiße gebaut. Ja, auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Mit so vielen Abonnenten in so kurzer Zeit hätte ich ehrlich gesagt überhaupt nicht gerechnet. Also wirklich vielen, vielen Dank an euch. Ihr habt jetzt auch gesehen hier, mein Desktop ist nicht irgendwie aufgeräumt oder so. Das ist mein normaler Desktop. Solltet ihr zudem noch Fragen haben, wie zum Beispiel, wie ich das Gameboy-Ding hierher bekommen habe oder sowas, könnt ihr gerne fragen in den Kommentaren. Das ist ja auch kein Tutorial, sondern das soll eigentlich nur eine Dankesrede an euch sein, weil wirklich, wirklich, ich bin so froh, dass ich so viele Abonnenten in so kurzer Zeit bekommen habe. Ich war letztes Wochenende ja weg, also von Freitag bis Sonntag. Habe in der Zwischenzeit 4 Abonnenten bekommen. Darum kommt es jetzt auch etwas verspätet, dieses Abonnenten-Special. Ja, worauf ich heute noch, beziehungsweise in diesem Video noch aufmerksam machen möchte, ist Folgendes. Ich habe mir eine Website erstellt. Hier steht ja auch nochmal der Link. Und zwar, oh, dort könnt ihr alles Mögliche sehen, also geht nochmal zu meinem Kanal. Hier unter den Videos könnt ihr immer auswählen. Hier sind immer die neuesten Videos von mir hochgeladen, von so die letzten 6, 7 Videos. Dann natürlich sortiert in Tutorials, Spore und Assassin's Creed Brotherhood. Minecraft habe ich hier jetzt noch nicht reingetan, denn das wäre mir dann doch zu viel Arbeit gewesen, die ganzen 46 Links da reinzumachen. Und das guckt ja eh eigentlich keiner. Wenn ihr es da drin haben wollt, sagt das ruhig. So, dann gibt es noch die Fragen. Jetzt hat es aktualisiert, genau. Und zwar die Umfragen. Und zwar, dass ihr hier dann ganz einfach ein paar Kommentare haben, dass ihr hier ein paar Kommentare reinmacht, eben. Was für Spiele ihr jetzt noch Let's Played oder Let's Showed haben wollt und so weiter. Ich habe hier mal so ein paar Vorschläge gemacht. Davon könnt ihr auswählen, aber ihr könnt natürlich auch eigene Spiele ja, anbieten sozusagen. Ich gucke sie mir dann sozusagen in der Demo oder so an und dann kann ich es ja auch noch entscheiden. Und ich werde da so jetzt circa einen Monat oder so das hier am Laufen halten. Dann werde ich wohl wieder neue Spiele haben. Wenn bis dorthin nichts kommt, werde ich aufhören. Also jetzt, ich werde dann noch Fable 3 machen und Spore zu Ende. Aber ich werde nichts Neues machen, solange keine Vorschläge gemacht werden. Denn ich möchte keine Videos machen, die niemand anguckt. Weil das finde ich dann ein bisschen schade, wenn ich da zum Beispiel dann, wie in Assassin's Creed Brotherhood. Das hat dann 10 Views innerhalb von 3 Wochen bekommen. Und da bin ich dann fast 30 Minuten dran gehockt. Und das fand ich dann ein bisschen schade. Darum habe ich das ja auch ein bisschen eingestellt. Ja, und dann halt noch eins unten drunter, Kommentare, was euch gefällt, was ich ändern kann und so weiter. Ja, das war's mit dem 25 bzw. 27 Abonnenten-Special. Noch einmal ganz herzlichen Dank an euch 25. Und ja, ich hoffe, ihr bleibt mir treu. Ihr habt weiterhin Spaß. Und ich hoffe, ihr unterstützt mich auch, indem ihr mir eben sagt, was ihr gerne sehen wollen würdet und so weiter. Ja, dann macht's mal gut, bleibt mir treu und habt Spaß. Bis denne. Ach ja, und eine Sache gibt es natürlich noch, und zwar, ich habe ja Fable 3 angekündigt. Das ist ja von Windows Live und da gibt es so dumme Probleme. Ich habe jetzt schon zweimal das Spiel fast durchgespielt. Einmal bei einem Freund, da habe ich 9 Stunden gespielt ungefähr. Und dann war ich an meinem PC, aber das
wird irgendwie nicht auf einer Datenbank gespeichert, sondern das wird nur auf dem PC gespeichert. Darum habe ich das dann nochmal neu spielen müssen. Okay, war kein Problem. Hab dann nochmal bis kurz vors Ende gespielt. Und ja, dann wurde mein PC unerwartet heruntergefahren und alle Spielstände weg. Das bedeutet, ich werde kein Let's Play machen, bevor ich mir nicht sicher bin, dass der PC nicht mehr unerwartet runterfährt. Das bedeutet, sobald ich umgezogen bin. Das wird so die nächsten ein, zwei Wochen sein. Dann könnt ihr euch auf Fable 3 Let's Play von mir freuen. Oder auch nicht. Ihr könnt mich auch dafür verfluchen. Ich weiß es nicht. Sollte euch die Wartezeit zu lang sein, könnt ihr auch von CK das Let's Play gucken. Allerdings ist das für die Xbox. Ja, das war's. Jetzt aber wirklich endgültig. Ja, bleibt mir treu. Habt Spaß und bis dann.